Hallo, willkommen zurück. In diesem Video wirst du eine weitere Aufgabenstellung, mit welcher du die Codes der Aliens entschlüsseln kannst, kennenlernen. Nimm dir dafür wieder einen Zettel und einen Stift zur Hand. Legen wir los. Lies dir jetzt die Angabe von Aufgabe 2 selbstständig durch. Stoppe dafür das Video. Wir sollen also die gesamte Grundfläche des Raumschiffes berechnen. Überlege dir nun als erstes, wie lautet die Formel zur Berechnung eines Flächeninhaltes? Genau, es wird die Länge des Raumes mit der Breite des Raumes multipliziert. Behalte nun diese Information im Hinterkopf. Stoppe das Video und markiere selbstständig wichtige Informationen im Text. Schreiben wir die einzelnen Rechnungen auf. Kontrollzentrum 3 ein Drittel mal 2 4 Sechstel. Schlafraum 4 ein Sechstel mal 2 2 Drittel. Küche 3 2 Drittel mal 3 2 Drittel. Du fragst dich, wieso ich nirgends die Einheit Meter dazu geschrieben habe? Ganz einfach, denn es ist viel leichter, ohne der Längeneinheit zu rechnen und sich dann am Schluss die richtige Einheit zu überlegen und diese in der Antwort zu erwähnen. Da die Aliens ja wissen möchten, wie groß ihr Raumschiff, also alle drei Räume zusammen sind, müssen wir die Rechnungen der einzelnen Räume miteinander addieren. Das heißt, Kontrollzentrum plus Schlafraum plus Küche ist gleich. Musst du hier auch Klammern setzen? Nein, da die Klapustri-Regel besagt, dass Punkt-vor-Strich-Rechnungen gerechnet werden, müssen wir hier keine Klammern setzen. Nun können wir endlich die Rechnung ausrechnen. Nimm dir dafür wieder deine Checkliste zur Hand. Schritt 1: Gemischte Zahlen in unechte Brüche umwandeln. So lautet die Rechnung danach: 10 Drittel mal 16 Sechstel plus 25 Sechstel mal 8 Drittel plus 11 Drittel mal 11 Drittel. Schritt 2: Punktrechnungen ausrechnen. Doch davor können wir noch einige Bruchzahlen kürzen. Die neue Rechnung schreiben wir dann wieder auf. Jetzt können alle Multiplikationen nacheinander ausgerechnet werden. Schritt 3: Strichrechnungen ausrechnen. Zuletzt muss jetzt noch die Addition 80 Neuntel plus 100 Neuntel plus 121 Neuntel ausgerechnet werden. Diese Rechnung ergibt 301 Neuntel oder 33 ganze 4 Neuntel. Wie lautet jetzt der Antwortsatz? Stoppe das Video und schreibe ihn auf dein Blatt. Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Vorbereitung auf den Kampf gegen die Aliens erfolgreich gemeistert. Du bist bereit, im Mastery-Video die Erde vor den Aliens zu retten. Bis gleich!